Ja Leute, was geht ab und ein wundervolles und herzliches Willkommen hier zu unserem fünften Rennen in der Formel 1 2019 Karriere. Wir sind hier mit Williams in unserer vierten Season und ich freue mich wirklich mega, dass ihr heute eingeschaltet habt. Vielen Dank dafür mal. Und ja, es wird ein sehr, sehr spannendes Rennen. Wir konnten ja letztes Mal das erste Mal gewinnen mit unserem Williams. Und ich habe auch heute vor, Großes vor. Lasst dafür gerne kostenloses Abo da und Daumen nach oben. Würde mich echt freuen, wenn ihr unseren Kanal supporten würdet. Und hier haben wir den Circuit de Catalunya Barcelona. 4,6 Kilometer, 16 Kurven und ja, der Inbegriff des Testens, weil jetzt zur aktuellen Zeit finden auch die Formel 1 Tests statt oder haben stattgefunden. In dieser Woche und auch nächste Woche finden sie statt. Ich bin sehr gehypt auf die neue Formel 1 Season. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr so seid. Also seid ihr auch gehypt auf die Formel 1 Season? Ich bin es auf jeden Fall. Starten wir in die Qualifying-Runde. Los hier in dieser richtig langen Start- und Zielgeraden und dann eigentlich für mich die schwierigsten zwei Kurven, bis auf die letzten zwei, also diese letzte Schikane. Aber die sind echt schwierig hier, die erste Kurve richtig zu erwischen. Ging ziemlich gut durch. P7 sind wir nach dem ersten Versuch. Und falls ihr euch fragt, dass nur Musik im Hintergrund ist, yo, das tut mir ein bisschen leid. Mein Elgato hat irgendeinen Bug gehabt. Und ich habe erst nach der Aufnahme gemerkt und auch nach dem Replays und so weiter, dass eigentlich schon, nachdem das komplette Rennen und alle Replays und so weiter vorbei waren, dass es keinen Ton aufgenommen hat. Und es tut mir wirklich leid. Ihr müsst leider damit heute vorlieb nehmen, dass es nur Audio kommentiert wird mit Musik. Ihr seht aber dazu das Bild, also eigentlich ist es eh wie normal, nur dass man halt den Motorsound nicht ganz hört. Es wird heute viel im Video passieren, vielleicht habt ihr schon gesehen am Cover, dass heute was ziemlich Schlimmes passieren wird. Also es ist traurig, aber ich hoffe, wir können uns da gut erholen davon. Und ja, hier hebelt es mir immer das Heck aus. Das ist halt so ein bisschen das Leiden des Williams. Man will die Kurve Vollgas nehmen, aber es geht einfach nicht. Und ja, es ist auch auf jeden Fall noch die Tage, also heute oder morgen. Und hier musste ich ihn leicht die Ausweg nehmen. Es hat nicht viel Zeit gebracht, aber auch, ja, war halt nicht ganz regelkonform. P1 wär's, wenn wir nicht das Getriebe wechseln müssten. Habe ich im letzten Rennen gesagt. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut doch gerne vorbei. Oben rechts verlinkt oder einfach unten in der Beschreibung zum letzten Video. Max Verstappen, erbt somit die Pole Position dahinter. Valtteri Bottas, ja, ziemlich gut. Unser Ex-Rivale. Wir haben den neuen Rivalen, Devin Butler und Grosjean. Wir dann auf 5 mit der Strafe, weil noch einer mit der Strafe bekommen hat. Vettel, Kubica, Gasly, Hülkenberg, Kwiat und Hamilton hat auch eine Strafe bekommen. Der wäre nämlich auch davon gestartet. Russell, Weber auch ganz schlecht. Perez, Stroll. Leclerc wieder mit einer Strafe. Magnussen, Kimi und ganz hinten Sainz vor Perez. Norris was. Ja, wie gesagt, wir haben einen neuen Rivalen. Es ist nicht so ein schlimmer. Also es ist nur Sebastian Vettel in seinem Force India, weil nur Hamilton gegangen wäre oder halt dann wieder Bottas. Und die bringen halt die meisten Punkte. Und ich dachte mir, dann nehme ich lieber Vettel, der weniger Punkte bringt, aber der uns da wahrscheinlich auch jetzt nicht so stark durchkreuzen kann, unsere Pläne durchkreuzen kann. Es wird auf jeden Fall ein Zwei-Stop-Rennen. Das muss ich auf jeden Fall hinnehmen. Ich meine, ich könnte mit den roten 10 Runden fahren oder 12 und dann müsste ich aber immer noch 22 Runden oder 21 Runden mit den weißen fahren und das auf die Dauer wird ziemlich hardcore. Es wird wahrscheinlich ein paar geben, die auch mit Gelb starten. Unser Start jetzt, wie gesehen, automatisch. Es ist einfach einfacher. Ich habe auch hier einen Platz verloren. Da kann ich nichts machen. Ich habe wirklich gestartet, ganz normal und auch normal drauf geschaltet. Also es ist, wir kommen hier in die erste Kurve rein und haben gleich mal hier Kubica gecarried. Da gab es eine kleine Berührung. Habe ich ehrlich gesagt nicht gespürt, gemerkt. Vielleicht war es Rad an Rad oder so, aber es war eigentlich keine richtige. Also keiner hat es weggedreht, nichts passiert. Eigentlich war es nur, ja, eine Berührung vielleicht mit Rad an Rad, weil er nicht damit gerechnet hat, dass ich sofort schon in die Kurve reinfahre. Aber gut, ja. Man kann ja nicht sagen, es geht weiter hier. Ich will mich natürlich vorkämpfen. P6, unser Start. Nicht ganz unser Startplatz. Es ist, ja, eins hinter unserem Startplatz. Und hier kämpfen schon Grosjean und Vettel. Vettel auch unsere Rivale, den müssen wir auf jeden Fall noch überholen. Und unser Teamkollege leider ganz, ganz schlecht in diesem Wochenende. Wir haben ja ein fettes Motor-Upgrade bekommen und sind deswegen irre schnell. Also wirklich das. Oh mein Gott, ich probiere es ja gleich direkt. Und hier kommen wir vorbei in der ersten Runde. Schaut gerne früher vorbei. Viel mehr Informationen auch zu Formel 1. Da teile ich auch viel, schreibe auch viele Informationen und schreibe auch ein bisschen, was die Woche immer so kommt. Also seid ihr auf unseren Kanal gehypt, seid auch dabei. Es kommt natürlich auch wieder Champions League. Nächste Woche ist auch die Woche schon gekommen. Und ja, hier habe ich wieder den leichtesten Ausweg genommen. Hier bremse ich nämlich, weil ich mir ein bisschen einen Vorteil verschafft habe. Aber Grosjean ist so langsam auf der Geraden wirklich. Und jetzt zieht er wieder weg. Ja, das war genau das, wo ich gebremst habe. Zieht er wieder weg. Das ist, ja, war eh zu erwarten.
Aber am Ende der Strecke, hier will er noch, aber da gibt es eine leichte Berührung und er hat sich weggedreht. Das müssen wir uns auf jeden Fall nachher in der Replay anschauen. Jetzt gleich in der Replay auf jeden Fall, weil ich weiß nicht, was da los war. Ob ich schuld bin oder nicht, sehen wir, wenn die Replay kommt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber kann natürlich sein, dass ich da mitgewirkt habe. Hier haben wir den Start, war wieder mal nicht das Beste. Ich bin da gut noch reingekommen. Ja, ich meine, das war Rad an Rad. Also, dass für das eine Berührung gegeben hat, war echt unnötig. Ich war ja schon vorbei, wie er eingelenkt hat. Also, da hätte er mal bremsen können. Ja, und auch unser Teamkollege nicht mit dem besten Start. Aber er startet auch mit dem Gelb, muss man sagen. Der ist dann eigentlich auch immer ein bisschen langsamer. Wir da vorne, vor dem Silbernen, der hatte doch, in der Tat, hat er einen richtig guten Start. Der hat da sogar noch einen überholt mit den gelben Reifen. Und hier gab es die Berührung. Ich bin eigentlich schon vorbei gewesen. Und er hat dann probiert. Das müssen wir uns nochmal reinschauen. Ich bin vorbei. Und ich war ja neben ihm. So, jetzt habe ich innen genug Platz gelassen, dass er locker über den Körper fahren hätte können. Und er, ich verstehe es nicht. Schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal von seiner Ansicht an. Ich komme ja, wir sind nebeneinander. Er muss doch rechnen, dass ich auch innen kommen kann. Ja, und er wollte da gerade aus die Kurve einfahren. Und ich war aber neben ihm schon. Es ist kompliziert. Also schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren, was ihr davon haltet. Wir haben ja Devin Butler überholt, wieder eine Rad-an-Rad-Berührung und gibt wieder eine Verwarnung. Ich verstehe es nicht. Bei 3 gibt es eine Strafe. Also ich muss mich da ein bisschen, ja. Die KI rechnet nicht, dass ich da überhole und dann, wenn sie mir auf den Reifen fährt, ja, rechnen, glauben sie dann einfach, ja, es ist nichts. 24% nach der vierten Runde, also das bedeutet auf jeden Fall, was ich auch schon vorhin gesagt habe, es wird auf jeden Fall eine 2-Stop, weil ich kann nicht mal mit den gelben Reifen, sagen wir, ich fahre in der 8. oder 9. Runde in die Box, da kann ich nicht mal mit den weißen Reifen, kann ich dann nicht einmal, bei Gott kann ich keine 18, 19, 20 Runden kann ich bei Gott nicht fahren. Das ist nicht unmöglich, also es geht auf jeden Fall. Ich bin es auch in der letzten Season, im letzten Rennen gefahren, aber es ist undenkbar. Wir kommen hier ganz gut an Bottas vorbei und jetzt haben wir ein Denkster. Ich verbremse mich hier und ja, komme da ein bisschen über die Linie. Ich nehme da ein bisschen den Ausweg, fahre langsamer und Bottas ist wieder vorbei. Na, was denn sonst? Jetzt, wo unsere Pace extrem gut ist, ja, kommen wir einfach nicht an Bottas vorbei. Aber jetzt Windschatten, zack, außen links, ein bisschen übers Gras. Und jetzt sind wir endlich vorbei hier an Valtteri Bottas, der einen richtig guten Fight hier mit uns geliefert hat. Rundenlang, es waren zwei, drei Runden, man sicher, wo er immer gut verteidigt hat, nie uns vorbeigelassen hat. Ein extrem fairer Fight, aber auch ganz gut für uns ausgegangen, dann nochmal gecarried. So, hier gegen Verstappen aus der letzten Kurve hinaus. Leichter Querstier, weil die Reifen echt schon derbe durch sind. 7. Runde, 1-2 Runden noch, dann müssen wir in die Box hier an Verstappen. Wir kommen nicht vorbei, doch jetzt mit DRS kommen wir Gott sei Dank vorbei. Und da kommt auch schon Bottas von hinten. Das Problem natürlich, Verstappen hat Probleme, haben wir auch schon vorhin über den Funk bekommen. Haben wir vorhin schon über den Funk gehört bekommen. Und wir haben auch schon langsam Reifenprobleme. 47% und man sieht es auch in manchen Kurven, dreht es einfach das Heck weg. Das ist auch ein bisschen das leidliche Thema von den Williams. Wir werden noch in naher Zukunft, ich glaube mal morgen oder heute vielleicht sogar nicht, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wenn das kommt, wir werden eine kleine Season Review machen. Meine Erwartungen über die Formel 1 Season, wer Weltmeister werden kann, wer Konstrukteursweltmeister werden kann, wer mein Wunschweltmeister wäre und auch wer mein Wunschkonstrukteurstitelträger wäre. Wir werden das alles beantworten, welche Fahrer neu sind und hier geht gar nichts mehr. Ich konnte nicht mehr einlenken. Das ist nicht gut und auch nicht schön. Aber ja, die Reifen sind so im Arsch. Und jetzt passiert, was passieren hätte müssen und wir krachen in die Wand, Leute. Wir fucking shit. Wir krachen in die Wand und es ist, ja, das Gute ist, es gibt VSC. Das Schlechte, unser Flügel ist down und wir sind auf P10. Wie hat das nur passieren können? Wir schauen uns das Ganze nach den Überholmanövern an. Hier gegen, wer bist du? Bottas nochmal, sorry. Auch sehr, wie gesagt, ein richtig cooler Fight. Für mich der beste Fight bis jetzt mal. Und auch hier gegen Verstappen, der hatte da eigentlich stumpfe Waffen. Wir sind da gut vorbeigekommen und haben auch ganz schön die Führung übernommen. Das Problem, ich hätte wahrscheinlich eine Runde früher in die Box fahren sollen. Hier haben wir es nun, die Replay zu dem
beschissensten Dreck, der uns bis jetzt in der Karriere passiert ist. So eine Scheiße, Alter. Mitten in die Wand. Ich habe es auch im Training oft gehabt, dass mir das Heck weggedreht hat. Aber wir sind da drüber. Ich bin leicht zu früh aufs Gas vielleicht. Und die Reifen haben dann den Rest gemacht. Ich halte dagegen, aber es geht nichts mehr. Und nochmal dagegen und ja, da ist der Flügel ab. Das Gute ist natürlich, dass der Reifen nicht abgeflogen ist, sonst wäre das natürlich der Super-GAU gewesen. Zu viel gepusht mit zu wenig Reifen und das bedeutet dann im Endeffekt 20. ganz, ganz hinten Verstappen ist auch in die Box gekommen. Wir haben uns wollten ein bisschen den VSC-Vorteil ausnutzen. Das zwingt uns dann aber zu 100% in die Zwei-Stop-Strategie. Zehnte Runde hier gegen Leclerc, der auch gerade gestoppt hat und mit den Versen fährt. Das Ding ist, der könnte auch durchfahren. Der ist, obwohl 9. Runde, wird schwierig, aber er könnte theoretisch durchfahren. Schaut gerne auf Instagram vorbei. Link ist natürlich unten in der Beschreibung und einfach hier schauen. Die Links zu Instagram sind unten. Und hier rechts überholen wir gerade noch zu Sainz und auch gegen Hamilton. Können wir hier in die erste Kurve ein bisschen mehr Platz lassen. Hier sieht man, wie weit links ich fahre, nachdem das mit Verstappen war, mit Grosjean war. Wollte ich da kein Risiko mehr eingehen. Und auch gegen Vettel, gegen unseren Rivalen, werden wir hier ganz locker fertig. Auf der Geraden, wir haben natürlich ein sehr, sehr schnelles Auto mit dem letzten Upgrade. Sind wir partout jetzt das schnellste Motorauto oder das zweitschnellste? Ich glaube, mit dem nächsten Update in Monaco werden wir dann das schnellste Auto sein. Und da vorne fighten schon ein paar, das ist gut. Wir sind schon auf P7 wieder. Es ist halt traurig, dass da sowas passiert. Wir hätten locker und leicht Erster werden können, ohne irgendwelche Anstrengungen. Hier gegen Magnussen, der bremst auch sehr früh und lässt uns auch hier die Tür offen. Wir fahren auf den gleichen Reifen und wir kommen da gut durch. Da schluckt man dann schon immer ein bisschen, wenn man durch die Kurve fährt. Ich habe extrem bin vom Gas gegangen, bis ich dann über diesen Berg drüber war. Ja, das war dann echt schlimm. Hier gegen Bottas vorhin noch ewig gekämpft und jetzt sind wir zurück. Unbelievable, auf 2 sind wir zurück. Das Ding ist natürlich, ein paar im Mittelfeld haben das mitgekupfert, dass wir alle hier, die ersten zwei, ja, Bottas fährt auf Weiß, er kann durchfahren, wird wahrscheinlich auch durchfahren, der hat so einen Reifen schon in das Auto. Wir dürfen nicht durchfahren oder können theoretisch auch nicht durchfahren. Lance Stroll ist leider aus dem Rennen, der Pinke, also der Teamkollege von Sebastian Vettel, ist leider draußen. Es gibt wieder VSC und jetzt wäre es auch gut gewesen, zu stoppen, gelb zu nehmen. Aber ich dachte mir, ich gehe das vollkommene Risiko ein heute und werde nachher zum Schluss nochmal rot nehmen. Hier haben wir das Überholmanöver, weil dann gegen Bottas das Doppelte eigentlich, auch gegen Sainz, der aus der Box gekommen ist. Und dann hier nochmal gegen Vettel, der ist auch, hat sich nicht stark gewehrt, der wusste natürlich auch, dass wir dann ein bisschen einen Motorvorteil haben, würde ich sagen. Wir haben ihn ja auch vorhin so gefressen einfach. Und hier nochmal, zack, in den Windschatten und raus. Und dann nochmal gegen Bottas hier, aber das Ding ist natürlich, er wird durchfahren. Und wir müssen nochmal stoppen, das bedeutet 20 Sekunden, die wir rausfahren müssen mit einem, ja, fast kaputten Satz, das wird unmöglich werden. Hier haben wir dann Stroll, der ist auf, ja, der arme Grosjean kriegt den ganzen Dreck ab und Stroll ist der Motor geplatzt auf Start und Ziel, kann man nichts machen, ist schade für ihn natürlich. Aber wir hatten das Gott sei Dank auch noch nie in den Motorschaden, ich tausche auch immer früh genug aus, so, 35% und da hole ich wirklich noch die schnellste Rennrunde. In Runde Nummer 21, Verstappen ist gerade in die Box abgebogen und wird hier von Bottas und auch Hamilton, die natürlich nicht mehr stoppen werden, weil beide auf erst gegangen sind, ja, überholt. Und wir kommen zu unserem zweiten Stop rein, zu unserem letzten Stop für diesen Tag heute. 2 zu 11 Runden, ja, 10 Runden sind es noch bis zum Schluss und wir sind P9, 10, 11 und das hätte ich nicht geglaubt, dass wir so weit zurückfallen. Ich hatte wirklich einen Polster von 4-5 Sekunden auf Verstappen, aber dahinter waren dann, sind dann anscheinend so viele Leute. Jetzt gibt es eine kleine Competition an Überholmanövern. Hier innen leicht übers Gras, Perez, perfekt. Unser Teamkollege ist der Nächste und beschert uns da auch gleich den zweiten Punkt. Weiter geht's. Auch Verstappen steckt hier im Verkehr fest. Schlecht für ihn, gut für uns, weil er hat richtig frische Reifen. Hätte aber auch die langsameren gehabt. Hier in die erste Kurve rein, es muss ziemlich schnell jetzt gehen. Wir werden eh nicht mehr Erster oder Zweiter werden. Aber das Podium sollte drin sein mit so einem überlegenen Auto. Und jetzt auch mit dem Reifenvorteil von Rot zu Weiß. Oh mein Gott, und rechts vorne. Ich schaue auch gleich nichts, kein Schaden. Also das war wirklich so unbelievable fucking Glück, dass wir da keinen Flügelschaden davon getragen haben. Hier außen wird überholen, aber nicht zu weit raus, sonst ist wieder No Track Limits und wir sind schon auf P6, das wird schon 8 Punkte geben, aber natürlich will ich, wenn ich schon einen fetten Reifenvorteil habe,
mit Rot zu Weiß will ich natürlich aufs Podium. Das Schönste wäre der Sieg, aber das wird sich nicht ausgehen. Das Beste wäre auf jeden Fall Top 5 oder Podium. Top 5 könnten wir jetzt schaffen. Kubica ist jetzt auch nicht gerade der schnellste oder beste Fahrer. Und Lila und Grün, das könnte nochmal die Fastest Lap geben. Wünsche ich mir natürlich auch noch einen Punkt mitnehmen, aber natürlich mit so einer Blödheit hier. Kubica will hier innen lenken, aber wir kommen hier ganz gut durch mit einem Querstehen, weil die Reifen schon langsam natürlich nachgeben. Es sind jetzt schon 4 Runden, hat jetzt schon 5 Runden alt und wir kommen hier aus der letzten Kurve raus und mit DSM Kubica an Hülkenberg hier dran. Rot, lila, grün. Schnellste Rennrunde und auch an Hülkenberg vorbei. Wir sind am Podium wieder zurück. Wäre natürlich locker Erster geworden, wäre das Ganze nicht passiert. Oder hätte ich vielleicht auf Weiß gewechselt, aber in der 9. Runde auf Weiß wechseln, da hätte ich mir das ganze Rennen hingemacht. Wäre auf jeden Fall wesentlich einfacher gewesen, wenn wir auf Weiß gewechselt hätten. Aber gut, das kann man jetzt nichts mehr ändern. Letzte Rennrunde und wir knappen hier einen Bottas aus seinem Heck. Wir sind hier ganz nah dran, aber unsere Reifen sind so im Arsch. Und letzten 2 Kurven hier, die letzte Schikane. Hamilton ist im Ziel, hat das Rennen gewonnen, verdient, gute Strategie. Und auch Bottas werden wir nicht mehr einholen können. Wir werden Dritter nach einem der verrücktesten Spanien-Grand Prix, die wir jemals hier hatten. Und what the fuck, Alter, what the fuck? Was war das bitte? Es hätte nicht weit kommen müssen. Aber es ist es dann und es war megamäßig spaßig. Wir holen hier den 3. Platz, das Maximum, was geht nach so einem, ja, beschissenen Crash im Mittelfeld. Und nach so einer doppelten Aufholjagd holen wir hier das Maximum, was geht. So, hier nochmal Carlos Sainz, auch nicht das beste Rennen. Aber das war überhaupt ein komisches Rennen, auch mit der Startabstellung. Das war richtig komisch. Wir hätten ja die Pole gehabt, dann startet Leclerc von 1 und wird dann auch, nicht Leclerc, wer ist von 1 gestartet? Vettel oder wer war denn da auf 1? Bottas oder irgendwer war auf, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich gar nicht mehr aus. Verstappen auf 1 natürlich, sorry, Verstappen und Hamilton, erste Startreihe. Und eine extreme gute Strategie wieder mal von James Walz, der hier beide Mercedes auf 1 und 2 bringt mit einer anderen Reifenstrategie. Aber ich hätte nicht geglaubt nach dem Crash, dass wir überhaupt die Punkte sehen. Geschweige denn das Podium sehen. Also sehen schon, aber draufstehen und auch ja, rechtmäßig draufstehen dürfen. Wir holen einen Punkt für die schnellste Rennrunde. Insgesamt 16 Punkte. Und das wirklich nach so einem beschissenen Rennen. Sind jetzt 12 Punkte vor Hamilton. Und es bleibt wirklich spannend in der Weltmeisterschaft. Er hat uns jetzt einen richtig fetten Brocken abgeknabbert. Unser Teamkollege bleibt 7. Und wir verlieren auch leider den ersten Platz in der Konstrukteurs-WM. Ist schade, aber was soll man machen? Wir können das nächste Mal kontern. Lasst gerne kostenloses Abo da, wie gesagt, und aktiviert auch gerne die Glocke. Wir hören auch leider Claire nicht, weil das hat sich auch nicht aufgenommen. Ich werde so ein bisschen trotzdem die Fragen beantworten. Heute war eine Kratzer abbekommen. Ja, muss man sagen, es war doch schon ein leicht aggressives Rennen an der einen oder anderen Kurve. Das war ein gutes Rennen für Lukas Weber. Sind sie erfreut, dass es so gut lief? Naja, so gut war es nicht für Weber. Also, er war nicht mal in den Top 5. Haben sie halt ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? Ja, Halleluja. Ja, das gab es auf jeden Fall. In der einen oder anderen Kurve oder in der einen Kurve hier gab es auf jeden Fall Traktions- und auch Reifenprobleme. Aber das Ganze ist schon wieder abgehakt. Hier haben wir noch die Rivalität und wir können hier heute nicht gewinnen. Schade, schade. Um einen Punkt geht es sich nicht aus und hier führen wir auch 5-2 gegen Vettel, der auch ein halbwegs gutes Rennen geliefert hat. Wir verlieren ein bisschen, weil ich so schlagfertige Antworten geliefert habe. Geht gleich mal der Ruhm und der, ja, der Respekt, keine Ahnung wie das heißt, geht dann gleich mal wieder runter. Ja, hier haben wir die Statistik, 56 Poles wären es jetzt gewesen, aber das haben wir auch leider nicht bekommen, weil ich die 5 Plätze Strafe bekommen habe. Somit auch keine Pole dieses Jahr noch. Obwohl, doch, letzte Woche, oder? Hatten wir eine Pole? Hatten wir im letzten Video eine Pole? Ich weiß nicht mehr. Aber egal. Lasst gerne kostenloses Abo, da würde mich wirklich freuen. Es tut mir leid wegen den Tonproblemen. Da gab es leider viele, viele Probleme. Und habt ihr es gesehen? Belastung schwach bei Aerodynamik. Ich kann nichts mehr kaufen, wirklich. Es geht nichts mehr. Und sie schreiben mir einfach so schwach bei Aerodynamik. Es ist halt, ja, es ist ein bisschen verpackt. Hier sind wir Gott sei Dank noch erst in der Weltmeisterschaft. Und wir haben auch ein gutes Rennen geliefert, muss ich sagen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr findet, dass es ein gutes Rennen war oder nicht. 3., 2., 4., 1., 3. Das ist eine gute Bilanz. Ich hoffe, wir können das in Monaco fortfahren. Monaco ist ja immer so eine eigene Sache. Ich werde wahrscheinlich im Qualifying wahrscheinlich nur 10 bis 15 irgend sowas werden. Aber ja, für heute war es mal. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Und schaut euch gerne morgen vorbei.
wenn MotoGP kommt oder an, ja, dann das nächste Mal. Und wenn dann das Formel 1 Spezial kommt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und ciao.